Tata, Leute, wir haben es geschafft, wir sind hier von unten vom Bahnhof, da hinten kann man den noch irgendwie erahnen, ach, da fährt der Zug gerade, ha, das ist ja auch geil, haben wir uns jetzt hier hochgeschraubt, Leute, es ist sehr windig, aber dem Ende mal sein, es regnet nicht, Leute, hier wunderschön, vor einem Jahr hier gestanden und ich habe nichts erkannt, den Ort nicht gesehen, es war neblig, es war trüb, gut, trüb ist es heute auch, aber nicht neblig und es soll halt auch mal nicht regnen. Ach Leute, ich freue mich. Ihr habt es von oben schon gesehen, der Rotenfels steht uns hier 2 Kilometern bevor. Freue ich mich halt auch schon sehr drauf. Auch mal ohne Nebel. Also wunderschöne Felsenwege, Leute, hier immer noch die Stadt. Also das liebe ich gerne. Ja, es ist grau, leider. Aber wir sehen schon mal mehr als beim letzten Mal, muss ich sagen. Das habe ich ja letztens gar nicht gesehen. Ich erinnere mich tatsächlich noch an diesen Baum da oben, an ihn hier. Der guckte so ganz mystisch aus dem Nebel irgendwie raus, als einziger. Und die Stadt hat man weder gesehen noch gehört. Habe ich im Video damals auch gesagt, glaube ich. Und wir gehen den Weg natürlich heute standesgemäß andersrum. Damit auch noch mal so ein bisschen ein kleiner neuer Eindruck entsteht. Also die Sonne soll heute angeblich 2-3 Stunden nachmittags rauskommen. Also ich bin gespannt, Leute. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber es hat, glaube ich, die letzten 10 Tage jeden Tag hier regnet und die letzten Tage besonders viel. Also 10, 20, 25 Liter oder so, keine Ahnung. Also richtig krass, ey. Irgendwie geht so der schöne goldene Oktober dieses Jahr komplett daneben so ein bisschen, aber ja, hier so aufs Kameradisplay gucke, ja so ein bisschen golden sieht es jetzt zum Glück aus. Leute, ob das so eine gute Idee war, den Weg andersrum zu gehen, weiß ich auch nicht. Leute, das ist einfach hier die 47.11. Serpentine, Alter. Alter, das gibt's nicht. Und die nächste. Und die nächste. Oh Gott. Es wird heute auch relativ warm. Oder soll warm werden mit 16 Grad. Oh. So, die 47.12. Serpentine. Oh Gott, es ist unnormal. Oh Gott. Aber gut, wer auf den roten Fels will, muss auch mal hier Opfer bringen. Wanderhütte, Leute, wir haben es nach oben geschafft. Alter Schwede, also wieder völlig anderer Eindruck als beim ersten Mal. Also wie gesagt, klarer ist es auf jeden Fall und dann kommt die Anstrengung jetzt hier schon am Anfang, ey. Aber wie gesagt, Leute, der schöne Rotenfels, Leute, das ist so mein Ort, ne? Also ich weiß auch nicht, warum, wo geht es denn hier lang eigentlich? Wartet, Leute. Ach, hier geht's nur um welche Felsen. Also Felsen gibt's hier noch, muss ich sagen. Und ich fahre ja auch sehr oft am Roten Fels vorbei, Leute. Ich muss da immer aus dem Fenster gucken, ne? Ich liebe einfach dieses Felsmassiv. Es ist so schön. Und das Schöne hier an diesen Wegen, Leute, ist halt wieder,
Es ist halt bei diesen 3x3, ach, wie hießen sie, Salinentouren, glaube ich, hießen sie, ja. Ist mal das Schöne, halt im letzten Video schon gesagt, dass die aus 3 verschiedenen Touren bestehen. Also ich glaube, eine ist knapp 9, die andere ist irgendwie 13 und die andere ist 17 Kilometer lang. Also kann man sich hier wirklich, je nach körperlicher Verfassung, die Tour aussuchen. Wie meine heute ist, weiß ich noch nicht. Hä? Ach, da oben gehen jetzt die anderen sogar lang. Ach, krass. Gut, da habe ich mich ja schon entschieden, jetzt die lange zu gehen anscheinend. Oh Gott, nee, Leute. Oh, dann kann die auch zwischendrin mal abkürzen und so. Also das ist eigentlich sehr schön gemacht, muss ich sagen. Also jeder so, wie er fit ist und sich imstande fühlt. Jetzt freue ich mich erstmal schön auf den roten Fels. Vielleicht ein paar schöne Zeitraffer machen. Hat ja damals nicht ganz so geklappt. Weil der Nebel ja keinen Bock hatte zu kommen oder zu gehen oder wie auch immer. Mal gucken, wie es heute aussieht. Ob sich hier die Wolken mal ein bisschen bewegen hier. Also Leute, ich habe jetzt mal hier nur die Bilder sprechen lassen. Ich glaube, da muss man nichts zu sagen. Es ist einfach so schön. Also Leute, das ist hier wirklich ein Platz. Ein Platz auf Erden. Auch keine Menschen hier früh da. Es ist natürlich windig wie die Hölle. Es ist arschkalt. Mein durchgeschwitztes T-Shirt klebt jetzt schön auf dem Rücken, falls das irgendjemand interessieren sollte. Alter, Alter. Also Zeitraffer habe ich mir hier erspart, weil... Leute, die komische Suppe da oben, die bewegt sich halt einfach gar nicht. Also macht keinen Sinn. Kommen vielleicht noch ein paar schöne Stellen. Ach, wir werden es erleben. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt hierher gefahren bin. Oder gegangen bin. Weil nachmittags, das ist ja hier Rheinland-Pfalz, ist ja heute Feiertag, ne? 1. November, ich weiß es gar nicht, Hessen hat keinen. Absolutes Kuddelmuddel hier mit den Feiertagen. Aber da wird es wahrscheinlich auch richtig schön voll werden. Habe ich es nicht gerade gesagt eben? Das gibt's. Die kann jetzt hier rufen, ne? Ja, ich bin weg, Leute. Macht euer Ding hier oben. Kreischt hier den ganzen Felsen zusammen von mir aus. Ich bin weg. Ich glaube nicht, dass die kleinen Kinder hier meine 17 Kilometer Tour machen werden.
meine. Klingt so wie, als wenn die mir gehört, aber ihr wisst, was ich meine. Hier der einzige freie Tag in der Woche. Wochenende soll es wieder regnen, also fallen die Touren wahrscheinlich auch aus. Gibt es vielleicht eine kleine Pilztour oder so, aber für Wandern muss es halt wirklich auch mal relativ safe trocken sein. Ne? Also ich habe jetzt gar keine Lust. Ich habe auch keinen Schirm dabei. Also wenn jetzt hier irgendwas passiert, Leute, bin ich richtig am Arsch und wahrscheinlich todeskrank danach. Also da muss es halt schon wirklich trocken sein. Deswegen geht es ja jetzt auch so ein bisschen von dem Felsen. Ja, ein bisschen Felsen haben wir noch. Geht es ja dann auch so ein bisschen ins Hinterland. Und da ist es dann immer sehr schön ruhig. Da hört man hört jetzt schon die Stadt nicht mehr, muss ich sagen. Die Orte. Ist jetzt schon total still. Und die Kinder werden ja da schön auf dem Felsen toben. Bitte nicht zu doll toben. Nicht abstürzen. Wäre jetzt nicht so geil. So. Ich sagen, ich melde mich, wenn es hier irgendwas zu sehen gibt. Also man sieht, der Wanderparkplatz ist rappelvoll. Ich hatte der ja nicht mehr auf dem Schirm. Bei diesem Feiertagschaos hier heute. Bin ja froh, dass die Bahn überhaupt gefahren ist hier heute. Ich bin halt so ein Zwischenwesen bin ich. Als Hesse habe ich eigentlich keinen Feiertag. Wenn ich jetzt hier in Rheinland-Pfalz aber wandern bin, hier ist Feiertag. Mein Arbeitgeber hat auch Feiertag. Habe ich dann auch Feiertag, Leute? Was ein Schwachsinn, Alter, das ist Deutschland. Ey, macht doch diese fucking zwei schönen Bundesländer namens Hessen und Berlin, die einzigen sind, die keine haben. Gebt denen doch auch den Feiertag, Leute. Was ist denn los, ey? Was ein Schwachsinn ist das denn, ey? Jetzt pilgern sie alle hier nach Hessen. Ey, in Hessen wird heute die Hölle los sein, ne? Weil die alle aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wahrscheinlich denken, gibt nichts mehr zum Einkaufen. Wir müssen jetzt hier Hessen leer kaufen. Oh, wie ich sowas hasse, ne? Aber die 17 Kilometer, wie gesagt, die ziehen sich ja zum Glück in die Länge. Also werde ich hier zum Glück auch keinen Menschen begegnen. Sage ich jetzt, ey. Das sage ich jetzt, wird wahrscheinlich nachher noch fluchen. Aber, ich glaube es nicht, bei dem Wetter kann ich mir nicht vorstellen. So, jetzt geht's hier wunderschön in solchen Heckenwegen entlang. Schützt ein bisschen hier vom Wind. Dunkel ist es leider immer noch. Aber mag ich ja besonders so eine zugewachsenen Wege links und rechts. Ne? Also im Sommer immer sehr schön kühl. Gibt viel zu entdecken. Beeren, viele Vögel, viele Tiere und so. Mag ich halt echt ganz besonders, ey. Ach man, Leute, wie schön wäre das, wenn die Sonne scheinen würde. Also dieses Gold, ich werde es euch ja nochmal einblenden. Wir haben ja gleich nochmal schöne Ostausblicke. Ins Nahtal ist halt eher so ein bisschen Braungold, aber schön ist es halt trotzdem, ne? Ich glaube, wenn die Sonne scheinen würde, wäre das vor Schönheit ja nie auszuhalten, ja. Begnügen wir uns mal mit dem, was wir haben. Wenigstens regnet es nicht, also von daher. Menschen sind hier ohnehin mehr unterwegs. Könnte ein bisschen wärmer sein, also ich habe hier mit T-Shirt und dünner Jacke ein bisschen. Das ist ohnehin ein bisschen positiv, zu positiv, hier stimmt. Aber das zeichnet den Weg hier, muss ich sagen, aus. Also hier wunderschöne Aussichten. Richtig, richtig toll. Ich glaube, von da drüben kommen wir jetzt oder so. Ich weiß es gar nicht. Und sehr, sehr viele Pfade. Sehr viele Steine. Man hat so ein bisschen das Gefühl wie so ein Bergsteiger. Also jetzt nicht irgendwie besonders schwierig oder so. Aber man muss schon ein bisschen aufpassen. Also sehr, sehr viel Geröll. Oh, Alter, ist das schön hier. Oh, ich lieb's ja, ne? Herrlich. Also Leute, ich kann mich hier an diesem Weg hier nicht erinnern. Also hier ist ja, das sind hier nicht nur Schribbeltitte, das sind hier Schribbeltittchen. Was ist denn das für ein Weg hier? Also gut, ich muss den ja damals hochgegangen sein. Hä? Oh, Junge, ich rede gerade noch hier von easy Wegen. Alter, das gibt's ja gar nicht. Den bin ich doch niemals hochgegangen damals, den Weg. Aber ich glaube, damals gab es auch so ein bisschen Struggle mit diesen
mit diesen Wegen, ich glaube, ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt die lange oder die kurze oder die, nee, die kurze nicht, aber die mittlere gehe und wahrscheinlich bin ich dann doch die mittlere gegangen oder was. Also an das Stück kann ich mich hier nicht erinnern. Junge, das geht auf die Hüften, auf die Knie hier. Da kommst du echt vor wie so ein Bergsteiger hier, ey. Da oben sind wir halt einfach lang gegangen. Das gibt's gar nicht, ey. Sieht man nochmal schön diesen Trümmer hier zum Abschluss. Also nee, Leute, diesen Zipfel habe ich beim letzten Mal definitiv nicht gesehen. Also zumindest dann nicht gefilmt, aber das macht ja so ja keinen Sinn. Ich kann mich hier nicht erinnern, Leute. Einfach wunderschön herbstliche Aussichten hinten, der Wein. Er strahlt hier in seiner schönen Farbe. Einfach die beste Zeit, Leute. Richtig, richtig schön. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich ja irgendwie diesen einen Zipfel ausgelassen. Und dieses Mal kann es auch sein, dass ich einen anderen Zipfel auslasse. Irgendwie geht es da noch in eine Stadt, irgendwie in den Stadtpark von Bad Kreuznach oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und das Stück kann man halt auch weglassen, da spart man locker nochmal, weiß ich nicht, 2-3 Kilometer, je nachdem, wie schnell ich hier heute vorankomme. So Leute, immer noch duster und leider die ersten Wanderer hier unterwegs. Also Leute, das gibt's nicht. Die blieben jetzt gerade 10 Minuten mit 8 Leuten an meiner Bank stehen. Direkt an meiner Bank, um zu diskutieren, wie weit ist es denn noch? Reicht es nicht, wenn wir hier die 0,4 gehen? Dann haben wir es schon, haben wir es hinter uns. Also die haben so gar keinen Bock gehabt, irgendwie zu wandern. Leute, dann geht mir doch bitte nicht auf den Keks, ey. Oh, jetzt kann man die erkennen, ja, hier vorne. Ach du Scheiße, jetzt laufen die auch noch so langsam. Die krasste aus. Die krasste aus. Ey, dann bleibt doch mit dem Arsch zu Hause, ey. So Leute, kurzerhand hier auf die Klassik-Tour ausgewichen, weil der Weg hier schöner war. Der andere wäre jetzt auf einer Hauptstraße weitergegangen, also auf so einem Asphaltweg, da gar keinen Bock. Und B, waren da vor mir Menschen und hinter mir waren Menschen. Da dachte ich mir, gehst du doch einfach den Weg hier weiter, kannst du dir keinem erzählen. Also im Grunde sind die relativ ähnlich. Der eine hat noch einen Schlenker hier, der andere hat noch einen Schlenker da. Bei dem einen fehlt dann ein kleines Stück. Also von daher, Leute, das ist eigentlich völlig... Ist man mit dieser Klassik-Tour, die ja auch irgendwie 10, 12 Kilometer geht, absolut gut bedient hier. Und muss hier nicht... Ich glaube, beim letzten Mal habe ich das auch so gemacht, aber irgendwie anders. Leute, man kann hier kombinieren und machen und tun und bis ich... völlig, völlig egal. Ankommen tut man dann immer noch irgendwie da, wo man hin will. Also von daher... Ist das schon alles richtig? Muss ich nur in die richtige Richtung gehen? Nicht, dass ich hier am roten Feld wieder rauskomme. Naja. Ah, da möchte ich jetzt nicht sein. Nee, da möchte ich jetzt nicht sein. Das wäre jetzt wahrscheinlich die komplette Überfüllung. Da wird wahrscheinlich gegrillt und gefeiert und whatever. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Dann lieber hier so einen schönen urigen. Was ist denn hier alles? Eichen? Eichen, Kiefern? Oh, sehr schön auf jeden Fall. Ich kenne mich wieder aus, weil ich festgestellt, hier links so ein alter Steinbruch ist. Der kam mir nämlich schon bekannt vor irgendwie. Jetzt weiß ich auch die Logik. Ich bin beim letzten Mal ja den Weg andersrum gegangen
und habe dann mittendrin entschieden, irgendwie, ich glaube, von der Klassik auf die Vitaltour umzuschwenken. Und jetzt bin ich halt andersrum gegangen und habe jetzt von der Vitaltour auf die Klassiktour geschwenkt. Also, Leute, ein ganz neues Erlebnis hier. Das gibt's nicht, ey. Aber so anders kann das sein, ne? Ich weiß noch, damals haben wir uns hier hochgekämpft zu diesem Steinbruch. Jetzt kämpfen wir uns hier runter. Auch mal sehr schön. Und nach diesen ganzen Aussichten, Weitsichten und Felsen und ist es auch mal schön, hier in den Wald wieder zu kommen. Die schöne Waldluft hier zu genießen und Sonne gibt es eh keine, von daher haben wir da jetzt Weitsichten technisch nicht viel verpasst. Einfach mal hier so ein paar schöne Bäume, schöne Blumen, die hier teilweise noch stehen. Das ist einfach viel zu warm, ne? Irgendwie 16 Grad für November. Hat war jetzt der Oktober, der 25. Monat in Folge, der zu warm war. Das ist halt schon crazy, ne? Das ist crazy. Also diese Weinberge, kann ich mich erinnern, die waren im Oktober auch schon farbiger. Vor 3 Jahren oder so. Am Rhein, da war das alles golden und rot und gelb und so. Aber jetzt ist irgendwie alles so ein bisschen, weiß ich auch nicht, so grün-gelb. Oh, hier die Eichen, ich glaube, das gefühlt das Laub. Fällt dies ja mehr so grün und braun runter, anstatt sich zu verfärben. Also wie ganz komisch. Wenn jetzt wirklich mal Frost kommen sollte, dann war es das hier sowieso. Irgendwie ganz merkwürdig dieses Jahr. Aber es muss jetzt auch noch kein Frost kommen. Hieß es ja schon vor einer ganzen Weile mal, dass es Frost geben soll. Wo ich noch Angst hatte, dass es keine Pilze mehr gibt und so, aber gut, Leute, hat sich erledigt mit dem Frost. Oh, jedenfalls schöne Wälder jetzt hier am Start. Oh, Leute, ultra nervig. Ultra nervig. Also ich laufe jetzt schon ganz langsam. Aber der Abstand wird irgendwie nicht größer. Oh. Also Leute, es ging um 3-Monats-Zyklus, um Marketing, um was weiß ich. Also, ich finde das schlimmer, als wenn man sich in seiner Freizeit nur über Arbeit unterhält. Leute, was ist denn das für eine Kacke? Ich geh doch nicht in die Natur, um über Arbeit zu reden, Leute. Oh, nee, also, Leute, setzt mal Prioritäten, ey. Leute, die Sonne scheint, ich raste aus. Ich raste auch aus wegen der Treppe hier. Oh Gott. Oh, letztes Mal runtergelaufen, heute hoch. Naja, herzlichen Glückwunsch. Aber vielleicht gibt es noch ein paar schöne Aussichtspunkte, wo wir vielleicht irgendwie einen Zeitraffer machen können. Zeit habe ich, Leute. Raffer habe ich auch. Also Zeitraffer steht hier nichts im Wege mehr.
Es bewegen sich wenigstens hier mal ein paar Wolken, ey. So, unschwer zu erkennen. Im Display sieht man hier ja nichts. Die Sonne ist rausgekommen, Leute. Aber ich muss tatsächlich auch in jeder Bank Pause machen jetzt gerade. Ich bin so zerschossen. Ich habe das ja nicht so anstrengend in Erinnerung. Also hier die Höhenmeter. Alter Schwede, das läppert sich schon hier. So viel ist es, glaube ich, jetzt ja nicht mehr. Jetzt sind wir auch schon wieder auf der Vitaltour, also auf der ursprünglichen Route. Also die Abkürzung ist jetzt quasi vorbei. Und irgendwann kommt dann hier irgendwie ein Abzweig und eine Hütte und eine Bank und wie auch immer. Und dann geht's wieder steil abwärts in den Ort, Leute. Ich bin aber nicht böse. Ich bin nicht böse. Wir sind 1-2 Kilometer vielleicht noch. Aber war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das abzukürzen, weil hier halt durchaus weniger Menschen unterwegs waren. Alter Schwede, ich komme ja nicht mehr zu Atem. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht, wenn man sieht ja nicht. Jetzt halt nur Berg runter und Berg hoch, wo doch eigentlich gar nicht sein müsste, ey. Das war eine Sonne und das ist hier ein Schatten. Die Sendung mit der Maus und jetzt auf Türkisch. Alter Schwede. Ey, bin ich ja nicht mehr gewöhnt, hier Sonne zu sehen. Und herrlich windig ist es jetzt. Och Leute, ey. Ich freue mich, dass der Wetterbericht mal recht hat heute, ey. Sie sehen hier richtig schöner Wald und hier unten ist alles voller Esskastanien. Ja, also wie gesagt, also an Esskastanien kann ich mich beim letzten Mal dran erinnern, ja. Aber diesen Weg hier irgendwie wieder gar nicht. Also hä? Irgendein Aussichtspunkt soll jetzt hier gleich noch kommen. Ich habe echt das Gefühl, dass mit meiner Abkürzung und die Kombination hier aus Klassik und Vitaltour der Weg länger ist als wenn es da eigentlich gewesen wäre, das gibt's gerade nicht. Warte mal, was habe ich denn hier auf dem Handy stehen? Ich habe jetzt hier. Ja, das stehen. Oh, es geht mal auf den Sack hier. Was ist denn jetzt hier? 20.700 Schritte, Leute. Das sind ja jetzt schon 13 Kilometer oder so. Oh Gott, ey. Ach, ich und meine Experimente. Einfach mal beim richtigen Weg bleiben. Wäre auch mal eine Alternative. Aber ey, dieser Weg hier. Richtig schön leise hier raus, rauschen die Blätter hier oben, das ist jetzt Buche. Ab und zu, wie sagt man hier, ist ja alles voll mit Esskastanien hier. Da haben die Tiere aber schön was zu schnabulieren hier im Wald, ey.
So Leute, da hinten ist irgendwo der Bahnhof. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier so ein bisschen auf den letzten Kilometer, wo die tippen. Hier zieht so richtig der Sturm gerade auf. Alter Verwalter, was geht denn jetzt ab hier? Leg mal hier schnell die Verabschiedung noch in den Kasten bringen, in den Kasten bringen, in den, naja, das ist, was ich meine. Wir hören uns jetzt schon wieder aus. Also eine richtig, richtig schöne Tour, muss ich sagen. Die letzten Bilder folgen natürlich wieder am Ende. Und ich kann mich an nichts erinnern, Leute. Das sind vielleicht 10% der Strecke, wo ich gesagt habe, ah, stimmt, ja, hier, das ist erst ein Jahr her, ne? Also wenn du dort andersrum gehst, und dann noch hier bei komplett anderem Wetter. Ich habe ja diese Aussicht eben, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Das war ja so zugezogen damals und so neblig, du hast halt nichts gesehen. Ne? Wie krass das einfach ist. Lohnt sich definitiv die Strecke, Leute. Also man kann die hier, wie gesagt, ganz wild kreuz und quer abkürzen, verlängern, mischen, keine Ahnung. Also da findet man irgendwie immer wieder zurück. Zwar jetzt und findet dann wahrscheinlich nicht mehr zurück. Kann natürlich auch sein. Aber macht richtig Spaß, ist aber auch sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Alter, meine Knie tun weh. Mein Rücken irgendwie alles komplett nass. Und naja, gut. Wenn wir nicht zu sehr in die Details gehen. Also die Höhenmeter sind hier definitiv nicht zu unterschätzen. Dann würde ich sagen, Leute, genießt die letzten paar Impressionen. Dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut und ciao.